Ja, der gute Mann kann sich erwarten. Die erste Forelle, zack, auf. Einen blauen Gummi, glaube ich, ne? Ja. Ja, guck mal die schönen Portionsforellen hier an. Und ich habe noch nicht mal die erste hier, weil ich hier die ganze Zeit filmen muss. Zack, da hat meine Frau die erste. Noch den schönen goldenen Lachs hier rausgeholt. So, moin moin, meine lieben Angelfreunde und Freunde von Foreniger Nord. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Foreniger Nord ist vor Ort. Heute befinde ich mich im Angelparadies Amlinghausen. Wir haben ja schon mal ein Video abgedreht. Ich war schon aus Öfteren hier. Ich freue mich. Sven Rübenkönig ist heute mit dabei. Und moin zusammen. Und ja, wie gesagt, er ist heute dabei. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Endlich angeln wir mal wieder zusammen. Ja, endlich. Das, also, da freuen wir uns. Also, wir sind ja schon ein paar Mal zusammen unterwegs gewesen. Wir waren in Burgdorf waren wir noch gar nicht zusammen. Aber wir waren Eschede zusammen. Wir waren Eddie Lehmann waren wir zusammen. Und Luther am Borenberge waren wir zusammen. Und heute Amlinghausen. Also mega cool. Freut mich riesig. Unsere Liste wird größer. Ja, wir arbeiten weiter auf uns auf. Also wir gucken, wo wir uns noch überall hinkriegen und treffen. Ja, hier ist richtig was los im Wasser. Wir haben richtig Bock und wir wollen mal gucken, ob wir den einen oder anderen Fisch heute überlisten können. Besatz wird jetzt gleich hier nachsehen. Ist ordentlich was reingewandert. Schöne Fische, Saiblinge, ja. Lachsforellen, Goldies, schöne Portionsforellen in einer schönen Größe. Schöner bunter Mix. Also ist richtig was klasse reingegangen und meine Frau ist eben schon fleißig. Wir werden mal gucken. Also hier vorne steht auch ein schöner Schwarm. Gucken, was wir heute hier rauskitzeln können. Momentan sind die Temperaturen sprechen hier ein bisschen dagegen. Aber wir hoffen natürlich auch, weil die Abende jetzt ein bisschen kühler wieder werden, die Morgen auch. Der Herbst beginnt, dass es doch jetzt mal wieder ein bisschen zur Beißlaune kommt halt einfach. Ne? Ab in die Forellenzeit. Ja, so sieht's aus. Also ihr Lieben, wir wünschen euch natürlich allen richtig viel Glück, wenn ihr unterwegs seid. Uns natürlich jetzt auch. Ich wünsche dir dickes Petri. Viel Spaß. Dir auch. Und wollen wir mal schauen, was wir heute hinkriegen. Ne? Viel Erfolg. Vollgas. Viel Spaß bei dem Video. Ciao, ciao. Ja, der gute Mann kann sich erwarten. Die erste Forelle, zack, auf. Einen blauen Gummi, glaube ich, ne? Ja. Ja, guck mal die schönen Portionsforellen hier an. Petri. Der Gummi hängt ab, Petri. Oh, schmeckt aber die Zigarette, du. So, der Sven mit der nächsten Drill da schon. Dann der zweite, oder? Ja.
Nee, das ist das Leben eines YouTubers. Petri. Und meine Lieben, meine Frau auch ihre erste. Muss noch ein bisschen einkurbeln. Drüben kündigt die nächste. Auch im Drill da drüben. Und ich habe noch nicht mal die erste hier, weil ich hier die ganze Zeit filmen muss. Zack, da hat meine Frau die erste. Petri, mein Schatz. Und Sven mit der nächsten da. Petri, mein Freund. Jeder drauf geknallt, ey. So, ihr Lieben, meine erste habe ich auf den FN in Schwarz-Orange gefangen. Aber die schießen, beißen so vorsichtig, schießen gerade gut auf die Gummis. Deswegen werde ich auch noch mal schnell einen Gummi draufziehen. Der Sven liegt gerade mit der vierten vor, hat aber auch schon drei Aussteiger gehabt. Und wollen wir mal gucken, wie das ausschaut jetzt da. Achso. Lachs, ne? Lachs. Achtung, Schatzi. Da schwimmt mein Gummi. Blöde Sau. Ja, der Michael hier aus dem Angelparadies Eschede, der auch den Kanal Angelparadies aus Eschede betreibt. Gerne mal vorbeischauen, der Link da jetzt aber eingeblendet. Der euch immer wieder mal Tipps und Tricks fürs Angelparadies gibt. Der hilft mir jetzt gerade beim Keschern. Hab ja den ersten Lachs drauf. Auf einen Lilix Worm Era Spezial. In so einem Orange-Gelb. Wollen wir mal gucken, ob der jetzt möchte, aber noch ist er ziemlich fit und kampfstark gerade. Aber ein schöner Fisch. Ich werde ihn gleich noch meiner Hauptkamera präsentieren. Oh, meine Frau
auch gerade da im Drill. Nicht strammen, loslassen, Schatz. Weiter kurbeln und nicht loslassen. Du musst Spannung behalten. So. Mal, der macht aber auch Jucke hier gerade. Ist er ab? Oh, scheiße. Aber da hängt er. Guckt euch das schöne Tier an, ey. Vielen Dank, mein Freund. So, ihr Lieben, guckt euch mal das dicke Schiff hier an. Schöner Lachs, um die 200 Kilo würde ich jetzt mal schätzen. Tolles Tier. Auf einen Lilix Warm Air Spezial, diesen gelben mit dem orangenen Schwanz hinten. Super geil. Ja, wo ich mich heute sehr drüber freue, der gute Michael aus dem Angelparadies Eschede. Geblendet. Ist uns einfach mal besuchen gekommen. Er sagt, hier, pass auf, gestern im YouTube-Livestream, einige haben es vielleicht auch gesehen, hat er gesagt, pass auf, ich komme euch mal besuchen. Und ja, wir waren ein bisschen am Klönen gerade, ich war ein bisschen vom Angeln abgelenkt. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir noch mal ein paar Fische rausholen. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Ich mache jetzt mal ein paar Wurf mit meiner Rute. Ich wünsche dir Petri und hol noch mal einen raus. Danke. Hat der Fuß nochmal ein FTN von mir bekommen? Sei ehrlich. Guck ihn dir an. Hier, guckt euch an. Michael kriegt da endlich den Gummi, den er haben will. Erster Wurf, zack, Boom, Fisch. So, wir haben das von Familie in den Bockbecher. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch einen anderen Gummibock dabei habe. Da ist Jetzt macht mich meine Frau hier nass. Mein Dimitri Neimann, Grüße an dich, sagt jetzt wieder, war ja klar. Oh, eine schöne Portionsforelle wieder und macht richtig Dampf. Die Frau ist am Kämpfen. Oh, ein schöner Portionsfisch. Spoon sieht so bläulich grün aus. Genau so reagiert. Nein, der schöne Lachs. Oh.
Der hat sich den so genüsslich so eingesaugt. Ich denke voll weg, aber das hängt noch einmal drin. Fang, was du willst. Mir völlig egal. Du bist ja schon in Führung. Du Frechdachs, ey. Kann er nicht angehen. Er kommt zu Besuch mein und Gott, ledert mich gleich ab. Oh, Mann, Mann, Mann. Viel Spaß noch. So, der liebe Michael hier mit meiner Rute hat sich gerade eben noch den schönen goldenen Lachs hier rausgeholt. Oh, der gibt Gas. Gutes Sven unterstützt und Petri. So, wie gesehen hier gerade der gute Michael mit einem schönen fetten Goldbarren. Petri, mein Großer. Petri, danke. Ja, hat er sich nochmal einen schönen Braten hier rausgezogen. Schönes Teil. So, und Sven Rübenkönig mit der nächsten, wieder mit der passiven Montage und dem Bananenteich in diesem braunen Beige. Die nächste, Petri. Präsentier mal, sag mal, mit was du gefangen hast, wie viele du hast, etc. Müssen wir da weggehen. So Leute, hier, das ist jetzt der fünfte. Diesmal gefangen auf Bananenpaste. Mal gucken, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, der gute Sven mit dem nächsten wieder auf passiv auf Banane. Ich glaube, das ist mittlerweile jetzt die sechste oder die siebte. Also die Hälfte seiner Fische allein jetzt nur auf Bananenpaste in diesem braunen Beige. Sehr gut. So ihr Lieben, das war unser Angeltag hier im Angelparadies Amlinghausen. Hier vorne direkt, wenn man auf die Anlage kommt, links der mittlere Teich. Für mich finde ich der beste Teich. Vorne rechts der erste Teich, der ist gerade nicht in Betrieb. Der wird jetzt demnächst wieder ausgebaggert und schön gemacht. Und hier zu unserer Linken ist der etwas größere Teich mit der runden Form hier vorne und hinten so einer auslaufenden Arm nochmal. Also es war aber trotzdem ein geiler Tag, eine schöne Anlage. Auf jeden Fall. Du warst jetzt tolle Anlage. Ja. Wie war es jetzt so für dich das erste Mal hier? Super. Hat Spaß gemacht. Ne? Schöne Anlage, tolle Fische. Ne? Waren absolut kampfstark, auch die Porties. Du hast ja heute echt den Vogel abgeschossen. 10 Stück waren es, glaube ich. Ne? Ja. Aber viele Aussteiger auch. Ne? Viele ganz knapp gebissen. So. Fünf. Ja. Ging so einiges. Also wir haben insgesamt heute mit 4 Personen, der Michael hat noch so ein bisschen nebenbei mitgeangelt, 22 Fische rausgeholt. Also der Wahnsinn. Also ich habe 2, Michael hat, ich habe 3, Michael hat 2, du hattest 10, sind 15. Das heißt, meine Frau hat 7 Stück gefangen. Wow!
Also wirklich da richtig gut. Klatschen. Ja, also meine die Frau hat dich nass gemacht heute. Ich war aber auch ganz viel heute am Sabbeln und Machen, habe wenig geangelt, muss man heute sagen. Aber tatsächlich, also bei mir wollten sie heute auch nicht so ganz spitz gebissen oder die Köder nicht richtig genommen. Aber ich denke mal für dich das erste Mal und vielleicht auch nicht das letzte Mal, denke ich mal. Das letzte Mal auf keinen Fall. Also es hat wirklich, ich komme definitiv nochmal hierher. Ja, toller Mischbesatz, wirklich mit Saiblingen, Portionsforellen, Lachsforellen, großen Goldforellen. Also es ist wirklich alles hier drin. Die Jungs hauen hier richtig gut was rein und die Preise waren auch anständig. Wir haben jetzt angefangen, um 12 Uhr haben wir angefangen. Ja. Jetzt für 6 Stunden haben wir bezahlt 12 Euro. Halbtagskarte. Ja, Halbtagskarte. Kann man nicht meckern. Mit einer Route natürlich. Du hattest 2 Routen, hast glaube ich 2 Euro mehr bezahlt irgendwie. Oder 3 Euro mehr, 15 Euro. Also man kann da absolut nicht meckern. Das war super geil, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das nimmt man heute auch in diesem Video ein bisschen wahr. Ich war wie gesagt viel am Sammeln und habe nicht so viel gefilmt, aber ich denke mal doch, einiges habt ihr gesehen hier heute. Ja, wie ihr seht, hier ist auch gerade Feierabendangeln ab 18 Uhr bis, ich glaube, 22 Uhr oder sowas. 23 Uhr ist hier Feierabendangeln. Das heißt, hier sind jetzt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Angler, 12 Angler sind hier gerade noch gekommen zum Feierabendangeln. Also 18 Uhr bis 23 Uhr ist das Angeln jetzt möglich. Der Betreiber kommt gerade da hinten hoch und bringt neue Fisch. Also wird jetzt gerade auch frisch besetzt für die Leute. Also auch das ist hier möglich. Also wirklich ganz, ganz klasse. Also gerne mal hier auf der Facebook-Seite Angelparadies Amlinghausen vorbeischauen. Hier aber auch nochmal der gute Sven Rübenkönig hier. Gerne bei ihm auch vorbeischauen. Falls ihr mal Hallo sagen wollt, mal irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, könnt ihr gerne fragen. Der ist sehr ja gerne. Auch viel, viel unterwegs. Man hat ihn ja schon in Videos gesehen bei Willi Bauholz, bei Alexander Rabau haben wir ihn schon gesehen. Alexander Rabau. Udos Forellen Area hat man dich auch schon gesehen, bei uns jetzt in den Videos und. Also der ist ja viel unterwegs. Ricarda war ja auch schon einige Mal unterwegs, die ganz viel mit dem Michael Karstadt unterwegs ist. Ja. Aber da warst du noch nicht in den Videos zu sehen. Bei Michael, nein, den habe ich leider noch nicht persönlich kennengelernt. Wer weiß, was die Zeit noch bringt. Aber der Sven ist immer fleißig dabei und ist schon bei vielen, vielen Anlagen gewesen. Also falls ihr noch mal irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt ihm gerne mal auf Facebook. Genau, einfach melden. Oder Insta. Ja, oder Instagram, werde ich auch nochmal. Instagram, Facebook, hau ich hier als beides mal rein für euch. Ja, ihr seht gerade Besatz da vorne. Aber wir sagen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig über einen Like freuen. Schreibt uns gerne unten was in die Kommentare, wird natürlich von uns immer beantwortet. Und ja, und wenn euch das alles gefallen hat, dann würden wir uns natürlich riesig über das kostenlose Abo freuen. Also gerne auf den Abo-Button drücken. Das ist absolut kostenlos, es kostet euch nichts und unterstützt mich hier mein Projekt ungemein. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch was. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.